Willkommen zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Exo Waffen Showcase. In dieser Folge will ich euch drei Handfeuerwaffen zeigen oder Pistolen, wie ihr es nennen wollt. Also, die erste ist Kurosev C77, wie heißt denn das? sage ich einfach auf Deutsch 77K. Dann die nächste ist die Sonnenschuss und Unbefugter. Gut, fangen wir direkt mit der, die ich ausgerüstet habe. Also, warte, ich zeige euch die gleich. Ja. Also, die Besonderheit ist, wenn ihr R gedrückt haltet, nach einem Todesstoß zwischen Feuermodi wechseln, um einen geladenen Schuss zu aktivieren. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich bin wieder auf diesen Sektor. So, wenn ich jetzt diesen Ritter wegmache und dann gedrückt halte, dann mache ich das hier und er wird zu Eis, also eingefroren. Ist ziemlich cool. So, dann zeige ich direkt die nächste. So, Sonnenschuss. Die ist, ich muss die natürlich auch mal zeigen. Diese Waffe feuert Explosivgeschosse und markiert Ziele, die Schaden durch Sonnenschuss genommen haben. Ich nehme auch gerade Schaden. So, ihr seht, also immer wenn ich einen Gegner treffe, dann explodiert er so ein bisschen und hat Feuer-Status-Effekte. Meine Güte. Gut. Und die Waffe ist mega gut. Vor allem im PvP ist sie richtig geil. So, und dann kann ich sie mal hier präsentieren. Ja, die kommt jetzt nicht ganz ran wie die anderen Waffen. Das liegt aber daran, dass die nur auf 1350 Licht ist. Die habe ich nicht geupgradet, also mein Upgrade-Modul. Es tut mir leid. So, und dich will ich bitte auch. Also, die letzte im Bunde ist die Unbefugte. Die ist sehr besonders, weil nach dem Nachladen nach einem besiegten Ziel zieht als nächste Salve eine längere, mächtige Supersalve nach sie. Ja. Zum Glück ist hier ein Gegner. Genau, und ich lade jetzt nach. Und ihr seht, jetzt leuchtet die Waffe so ein bisschen. Und zack, da habt ihr es gesehen, die Salve. Beim Boss kann ich jetzt nicht großartiges zeigen, aber bei kleinen Gegnern. Wenn ich hier wieder kleine Gegner habe. Da. Oh, tot und zack, weg. Zack, weg. So, weggemäht. Zack. Zack. Na, dich auch noch weg. Bam. Okay. Jetzt zeige ich euch noch, wo ihr die Waffen bekommt. So, wir sind jetzt hier auf dem Turm. Und um zwei von den drei Waffen zu bekommen, weil eine bekommt ihr woanders, müsst ihr hier beim exotischen Archiv hingehen. Dann für die erste müsst ihr hier drauf drücken und dann braucht ihr natürlich jenseits des Lichts und müsst dann die hier euch holen. Ansonsten, falls ihr schon früher die im Season Pass, ich weiß nicht mehr welches, ich glaube das war Season 15? Sieht man das? Nee. Auf jeden Fall, falls ihr die Season 15 macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, wenn ihr die schon habt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, und noch die andere, die Unbefugte. Ja, gab es in Season 17, nee, 16. Nee, warte mal, welche Season? Nee, 17. Wir haben ja jetzt Season 18. Oh Gott, ich komme hier die ganze Zeit durcheinander. So, um die Sonnenschuss Handfeuerwaffe zu bekommen, müsst ihr, wie kann ich euch das jetzt zeigen? Ich kann euch das mal im Archiv zeigen, in der Sammlung. So, bei Handfeuerwaffen, Energie, hier, Sonnenschuss. Ich glaube, ihr bekommt die eh automatisch irgendwann mal gedroppt. Auf jeden Fall ist sie hier.
Ansonsten könnt ihr, falls ihr hier, könnt ihr dann so ein Exo-Ding draufdrücken. Könnt ihr auf Vorschau gehen. Dann ist die, wo ist sie, da. Dann könnt ihr die hier sehen. So, das war auch die den Showcase zu den drei Waffen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.